Der alte Marley war tot. Das müssen wir wissen, da sonst nichts Wunderbares an der Geschichte ist, die ich erzählen will. Den Totenschein hatte Scrooge unterzeichnet. Und Scrooge Name galt etwas an der Börse, ganz gleich, was er auch anfasste. Ah, Mr. Scrooge. Guten Tag, Mr. Cook. Geht schon nach Hause, um Weihnachten zu feiern? Ich habe nicht die Absicht, Weihnachten zu feiern. Warum gehen Sie dann schon so früh weg? Weil ich zu tun habe. Ich benutze Weihnachten nicht als Vorwand zu faulenzen. Jeder muss nach seiner Fasson selig werden. Der eine genießt das Leben, der andere arbeitet lieber. Jeder ist, wie er ist. Und für mich ist Weihnachten ein großer Humbug. Guten Tag, meine Herren. Mr. Scrooge? Wer sind Sie? Samuel Wilkins, Sir. Ach so. Sie schulden mir immer noch die Kleinigkeit von 20 Pfund. Wenn Sie das Geld zurückgeben wollen, kommen Sie in mein Büro. Ich bin nicht gewillt, mir Ihretwegen hier kalte Füße zu holen. Ich kann auch nicht zahlen, Sir. Und das habe ich erwartet. Bitte geben Sie mir Aufschub, Sir. Habe ich von Ihnen Aufschub verlangt, dass Sie das Geld von mir haben wollten? Nein, Sir, aber ich... Na also, wie kommen Sie dann darauf, mich darum zu bitten? Weil man meine Frau sonst in den Schuldturm sperrt. Warum Ihre Frau? Warum sollte sie in den Schuldturm wandern? Das Geld haben Sie doch von mir geborgt. Was hat Ihre Frau damit zu tun? Was habe ich überhaupt damit zu tun? Heute ist doch Weihnachten, Mr. Scrooge. Ach, was Weihnachten? Was hat Weihnachten eigentlich mit Ihren Schulden zu tun? Sie schulden mir 20 Pfund und Sie schulden sie mir auch dann noch, wenn ein Erdbeben oder was weiß ich kommen sollte, verehrter Mr. Wilkins. Aber Sir, ich... Schert euch weg. Ja. Sie wünschen? Habe ich bitte das Vergnügen mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley? Mr. Marley ist bereits seit 7 Jahren tot. Auf den Tag sind es heute genau 7 Jahre. Wir zweifeln nicht daran, dass seine freigebige Gesinnung auch von seinem überlebenden Partner geteilt wird. In diesen festlichen Tagen des Jahres, Mr. Scrooge, ist es noch wünschenswerter als sonst, dass wir Wohlhabenden auch einigermaßen für die Armen und Notleidenden sorgen. Gibt es keine Gefängnisse? Es gibt viele Gefängnisse. Und die Arbeitshäuser, sind die auch noch vorhanden? Leider, Sir. Ich wünschte, es gäbe sie nicht mehr. Die Tretmühle und das Armengesetz sind demnach immer noch in Kraft, nicht wahr? In vollem Umfang, Mr. Scrooge. So, nach dem, was Sie anfangs sagten, fürchtete ich bereits, Ihr nützliches Wirken wäre vielleicht eingestellt worden. Es freut mich, dass es nicht so ist. Ich glaube, Sie haben uns nicht ganz verstanden, Sir. Wir machen eine Sammlung, um für die Armen Lebensmittel, warme Kleidung und Feuerung kaufen zu können. Aus welchem Grund? Weil gerade am Weihnachtsfest die Armut besonders bitter empfunden wird und man auf die Mildtätigkeit der Wohlhabenden hofft. Wie viel darf ich für Sie eintragen? Gar nichts. Ich verstehe, Sie möchten ungenannt bleiben. Ich möchte vor allem nicht mehr gestört werden. Ich kann es mir nicht leisten, zum Vergnügen der Faulenzer beizusteuern. Es reicht mir, dass ich zur Erhaltung der Anstalten beitrage. Sollen doch die Armen da hingehen, wo sie hingehören. Viele können dort einfach nicht hingehen. Sie würden lieber sterben, als sich dorthin zu flüchten. Na bitte, dann sollen Sie doch ruhig sterben, wenn Sie gern wollen. Das würde der Übervölkerung abhelfen. Aber das soll nicht meine Sorge sein. Wirklich nicht, Sir?
Nein. Es genügt, wenn der Mann sein eigenes Geschäft versteht. Dann soll er sich nicht noch um das andere Leute kümmern. Das überlasse ich denen, die mehr Zeit haben als ich. Also auf Wiedersehen, meine Herren. Wer ist da? Dein Neffe, Onkel. Sieh mal an. Was willst du von mir? Du kannst ganz ruhig sein. Weder Geld noch eine Hypothek. Ich will dir nur frohe Weihnachten wünschen. Feiere nur Weihnachten auf deine Weise und lass mir die meine. Ja, wenn du wenigstens feiern würdest. Das überlass nur mir. Ich wünsche dir, es möge dir viel Gutes einbringen. Das hat es ja immer getan, nicht? Das kann ich wohl sagen, Onkel. Ja, du hast immer deinen Kopf durchgesetzt. Auch mit der Heirat damals. Sie hat mich erst zu dem gemacht, was ich bin. Ja, sie hat dich ruiniert, meinst du? Warum besuchst du uns nicht einmal? Du kannst dich vom Gegenteil selbst überzeugen. Komm doch morgen zum Essen. Nein, vielen Dank. Aber warum denn nicht? Warum hast du diese Frau gegen meinen Willen geheiratet? Weil ich sie liebe, Onkel. Was heißt ihr Liebe? Ich weiß nur, dass sie so arm wie eine Kirchenmaus war. Auf Wiedersehen. Ich bin nicht hergekommen, um irgendetwas von dir zu fordern. Und ich will mich auch nicht streiten. Ich bin in Weihnachtsstimmung und ich habe gedacht, du würdest dich über meinen Besuch freuen. Also dann, fröhliche Weihnachten, Onkel. Auf Wiedersehen. Und viel Glück im neuen Jahr. Auf Wiedersehen. Humbug. Wie geht es Mrs. Cratchit und was macht die kleine Russell-Bande? Alle wohlauf, danke, Sir. Die können den Weihnachtsabend kaum abwarten, was? Ja, wirklich. Sie sind wie durchgedreht. Und Ihr kleiner gelähmter Sohn, wie heißt er noch? Tim, Sir. Ich hatte es vergessen. Was macht er? Wir haben so das Gefühl, als ob es langsam besser wird. Wie schön. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Danke, Sir. Darf ich mir erlauben, Ihnen auch frohe Weihnachten zu wünschen? Vielen Dank. So, nun komm weiter, Tim. Ich habe eine Gans gekauft, mein Junge. Na, hast du dich inzwischen satt gesehen an den vielen hübschen Sachen hier? Und weh, du, Mama, ist das eine große Gans? Die größte, die du jemals gesehen hast. Fast so groß wie du und fett wie unser Hauswirt. Na, Vater wird Augen machen. Du, der vergisst sofort seinen ganzen Kummer mit dem alten Mr. Scrooge, wenn er die Gans nur ansieht. Na, Tim, kannst du nicht mehr weiter? Bist du müde? Nein, überhaupt nicht, Mama. Wenn Vater hier wäre, könnte er dich auf die Schulter heben und tragen. Ja, das Huckepackreiten macht großen Spaß. Aber stattdessen hockt er bei dem alten Mr. Scrooge in diesem hundekalten Büro und muss bis zum letzten Augenblick arbeiten. Nicht mal am Weihnachtsabend gibt er ihm frei. Sie wollen morgen natürlich wieder den ganzen Tag frei haben, was? Ja, wenn es Ihnen recht ist. Das ist mir keineswegs recht. Schädigt das Geschäft. Wenn ich Ihnen dafür eine halbe Krone abzöge, würden Sie sich doch benachteiligt fühlen. Aber dass ich benachteiligt bin, wenn ich Sie für nichts tun bezahlen muss, stört Sie nicht, hm? Es ist ja nur einmal im Jahr, Sir. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass Sie mich jedes Jahr am 25. Dezember bestellen. Es ist mir ausgesprochen peinlich, Sir, dass ich Ihnen so viele Unannehmlichkeiten bereite. Ich würde ja kommen, aber das kann ich meiner Familie nicht antun. Die freuen sich schon so auf Weihnachten. Ja, und sie freuen sich besonders, weil sie sich auf meine Kosten amüsieren. Also, dann feiern Sie, wenn es unbedingt sein muss. Kommen Sie übermorgen dafür früher ins Büro. Selbstverständlich und vielen Dank, Sir. Sie sind wirklich sehr gütig zu mir, Sir. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Fröhliche Weihnachten, Sir. Sie sagen fröhliche Weihnachten. Ich weiß allerdings nicht, wie Sie das mit 15 Schilling Wochenlohn bei so einem Haufen Kinder bewerkstelligen wollen. Dass Sie sich nur nicht im Magen überladen.
Hören Sie. Ja, bitte? Mehr Brot. Das macht einen halben Penny, Sir. Dann kein Brot. Kein Brot. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Frage mich, wer ich war. Wie Sie wünschen, also wer waren Sie? Als ich lebte, war ich dein Kompagnon. Jacob Marley. Was willst du von mir? Kannst du dich hinsetzen? Ich kann es. Na bitte, dann tu's doch.
Scrooge, du glaubst nicht an mich. Nein, nein, ich glaube es nicht. Du solltest nicht deinen eigenen Sinnen misstrauen. Meine Sinne haben mich schon oft belogen. Schon die kleinste Magenverstimmung macht sie zu elenden Betrügern. Wer weiß, vielleicht bist du nur ein unverdautes Stück Fleisch. Oder ein Brötchen mit Käse. Oder ein zu fetter Kartoffelpuffer jedenfalls. Kommst du eher aus der Magengrube als aus der Totengrube. Wer du auch sein magst. Hier siehst du den Zahnstocher. Ich sehe ihn. Du siehst ja überhaupt nicht hin. Aber ich sehe ihn deshalb nicht weniger deutlich. So. Ich brauchte dieses Stückchen Holz noch herunterzuschlucken, um bis an mein Lebensende von einer Legion von Kobolden verfolgt zu werden, die ich mir alle selber geschaffen habe. Was suchst du? Was willst du von mir? Es wird von jedermann verlangt, dass seine Seele unter seinen Mitmenschen umherwandle. I do. I must. But why do you walk the earth? And why do you come to me? It is required of every man that the spirit within him should walk abroad among his fellow men. Wenn nicht zu seinen Lebzeiten, muss sie es nach dem Tode tun. It is doomed to wander through the world. And witness what it cannot share, but might have shared on earth, and turn to happiness. Why? Ich bin an eine schwere Kette gefesselt, die ich mir selber Glied für Glied geschmiedet habe. Ich gürtete sie mir im Leben aus freiem Willen um und habe sie freiwillig getragen. My own free will. Freiwillig. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich dich bedauere. Weißt du, wie schwer und lang die Kette ist, die du selber trägst? Unaufhörliche Gewissensqual. Was kann die ungenutzten Gelegenheiten eines Lebens wettmachen? 7 Christmas Eves ago, and you have labored on it since. It is a ponderous chain. Mark me! In life my spirit never roved beyond the limits of our money-changing home. Now I am doomed to wander without rest or peace. Incessant. Torture remorse. But it was only that you were a good man of business, Jacob. Business! Mankind was my business. Their common welfare was my business. And it is at this time of the rolling year I suffer most. Höre mich an. Meine Zeit ist fast um. Scrooge, ich bin hier, um dich zu warnen und dir zu sagen, dass du noch Aussicht und Hoffnung hast, meinem Schicksal zu entgehen. Und diese Hoffnung hast du mir zu verdanken, Ebenezer. Ich danke dir, Jacob. Du bist mir immer ein guter Freund gewesen. Du wirst von 3 Geistern heimgesucht werden, Ebenezer. Aber die Hoffnung, von der du geredet hast, haben sie etwas damit zu tun, Jacob? Ja. Nein, wenn es so ist, dann will ich es nicht. Entschuldige bitte, aber ich will nicht. Ohne den Besuch der 3 wirst du den Pfad wandeln müssen, auf dem ich jetzt gehe. Der erste wird dir erscheinen, wenn es vom Glockenturm 1 Uhr schlägt. Mich wirst du niemals wiedersehen. Komm her, Scrooge. Und um deines eigenen Heiles willen vergiss niemals meine Worte und das Bild, das du dort unten siehst. Weil sie an den Menschen wieder gut machen wollen, was sie im Leben versäumt haben. Sie haben aber die Kraft dazu verloren. Für immer.
Sind Sie vielleicht der Geist, dessen Erscheinen mir prophezeit wurde? Ja. Und wer und was sind Sie? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Der längst vergangenen? Nein, nur deiner vergangenen. Und darf ich fragen, was Sie zu mir führt? Dein Wohlergehen. Mein Wohlergehen? Und deine Bekehrung. Gib Acht, erhebe dich und komm mit mir. Durch das Fenster. Fürchtest du dich, Scrooge? Na ja, ich bin sterblich. Ich werde unweigerlich stürzen. Lass mich dich nur mit meiner Hand berühren und du wirst zu mehr als dazu fähig sein. Ich ihn kenne. Hier bin ich als Junge gewesen. Das sind die Schatten der Vergangenheit. Sie wissen nichts von uns. Sieh nur, das ist meine alte Schule. Wie einsam und verlassen sie dort liegt. Die Schule ist noch nicht ganz leer. Ein einsamer, von allen verlassener Junge ist noch dort. Du selber, Ebenezer. Ich weiß. Ebenezer! Fanny! Fanny. Du, Fanny. Weißt du was, Bruder? Ich komme, um dich heimzuholen. Nach Hause, du, für immer nach Hause. Wirklich? Ja, endgültig nach Hause, für immer und ewig. Vater ist jetzt so viel freundlicher als sonst, dass es bei uns wie im Himmel ist. Vielleicht für dich, aber nicht für mich. Der kennt mich ja gar nicht. Der weiß noch nicht einmal, wie ich aussehe. Ich hätte dich auch kaum wiedererkannt. Du bist ja eine richtige Dame geworden. Mama muss genauso ausgesehen haben wie du. Als sie starb, war sie in deinem Alter. Schon möglich. Vielleicht ist Vater deshalb so freundlich zu mir. Neulich Abend, als ich zu Bett ging, hat er ganz liebevoll mit mir gesprochen. Da habe ich mir ein Herz gefasst und ihn noch einmal gefragt, ob du nach Hause kommen dürftest. Er sagte, ja, es wäre ihm recht. Und er hat mich heute hergeschickt, um dich abzuholen. Du wirst von jetzt an nicht mehr allein sein. Du bleibst bei uns, Ebenezer. Ich werde nie mehr allein sein? Nein, nie mehr, solange ich lebe. Dann wirst du ewig leben müssen, Fanny. Du bist doch der einzige Mensch, den ich auf der Welt habe. Du musst einfach ewig leben, Fanny. Aber Ebenezer, was ist das für ein Unsinn?
Es gibt noch mehr Menschen, die dich lieb haben, Bruder. Du musst Vater vergeben und das Vergangene vergessen. Tu es im Gedenken an unsere liebe Mutter. Ach, Finn. Bring doch mal bitte Master Scrooges Koffer runter. Ja, Master Scrooge. Deine Schwester war immer ein zartes Geschöpf. Ein Hauch hätte sie umwehen können. Aber sie hatte ein gütiges Herz. Das hatte sie. Sie ist als verheiratete Frau gestorben und hatte Kinder, soviel ich weiß. Ein einziges? Ja, dein Neffe. Sie starb, als sie ihm das Leben gab. Wie deine Mutter starb, als sie dir das Leben gab. Dein Vater glaubte es dir nie verzeihen zu können, obgleich du schuldlos warst. Kannst du dich erinnern? Aber natürlich! Ist denn sowas möglich? Der alte Fezziwig! Fezziwig war mein Lehrherr. Da tanzt er mit seiner Frau, das vordere Paar. Ein guter, ein herzensguter Mann. Was ist denn schon Besonderes an so einem Vergnügen? Ist doch ein billiger Spaß, kostet ihn höchstens 4 Pfund. Ist das so viel, dass er ein solches Lob verdient? Ach, darum geht es ja gar nicht. Das Großartige an ihm war doch, dass er seine Gehilfen und Lehrlinge glücklich machte. So glücklich und froh, als ob es ein Vermögen kostete. Was ist denn mit dir? Gar nichts. So wirklich nicht? Nein, nein, nein. Ich wünschte nur, ich könnte jetzt 1-2 Worte mit meinem Buchhalter Bob Cratchit sprechen. Sonst nichts. Wende dich um und sieh dich, als du verliebt warst, Ebenezer Scrooge. Er ist nicht viel wert, aber eines Tages wirst du einen goldenen von mir kriegen, wenn ich reich geworden bin. Er ist wirklich hübsch, er gefällt mir. Trotzdem darf ich ihn nicht annehmen. Warum nicht? Weil er dir nicht gut genug ist, nicht wahr? Ach wo, was für ein Unsinn. Oder weil du eine reichere Partie machen willst. Das Geld ist doch ganz unwichtig, aber du bist jung. Vielleicht begegnest du eines Tages einer Frau, die du noch lieber hast als mich. Ach, Alice, eher würde mein Herz aufhören zu schlagen. Ich werde niemals eine andere als dich lieben können. Ach, du darfst nur nicht vergessen, dass ich arm bin. Ich liebe dich ja gerade, weil du arm bist. Du bist schon die Richtige für mich. Bist du überzeugt, dass du immer der Ansicht sein wirst? Ja, solange ich lebe und länger. Für immer und ewig. Dann, also dann nehme ich den Ring. Ebenezer. Möge Gott dich segnen. Von jetzt bis in Ewigkeit, für immer verbunden. Ich habe genug, es reicht mir. Es erwartet dich nicht. Ich will nicht mehr. Du musst. Wende dich um und sieh dich als Geschäftsmann. Sie wissen, dass ich nicht nur ein fairer Geschäftsmann, sondern auch Ihr Freund bin. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, verkaufen Sie jetzt, solange Ihr Geschäft noch auf der Höhe ist. So ein gutes Angebot kriegen Sie doch nie wieder. Vergessen Sie nicht, wir leben im Zeitalter der Maschinen und Fabriken. Wir kleinen Kaufleute sind heute doch schon fast historische Figuren. Wir zählen nicht mehr. Ja, so ist es leider. Sie haben recht. Das Angebot, das Sie mir machen, ist ausgezeichnet. Dessen bin ich mir bewusst. Aber man hat ja schließlich nicht nur um des Geldes willen in lebenslanger Arbeit sein Geschäft aufgebaut, Mr. Jarking. Das hat mir auch noch keiner gesagt. Ich wüsste wirklich nicht, aus welchem Grund man sonst ein Geschäft aufbauen sollte. Nun zum Beispiel, um liebgewordene Traditionen zu bewahren und weiterzuführen. Darum kann ich mich auch nicht mit der Idee befreunden, das Geschäft zu verkaufen. Es käme mir vor wie ein Verrat. Ich bin nun einmal ein altmodischer, konservativer Mensch und ich werde es auch bis an mein Lebensende bleiben. Mr. Fezziwig, Sie wissen doch, was man über Ebbe und Flut sagt, nicht wahr? Sie lassen sich durch nichts aufhalten. Sir, es gibt im Leben noch wichtigere Dinge als Geld. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Fezziwig. Ja, was ist denn, mein Junge? Der Buchhalter lässt fragen, ob Sie einen Augenblick Zeit hätten. Er möchte Sie sprechen. Aber gern, selbstverständlich. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Tja, einem alten Hund kann man keine Kunststücke mehr beibringen. Das ist vergebliche Liebesmühe, Mr. Scrooge. Mr. Jarking, ich glaube, ich verstehe schon, was Mr. Fezziwig gemeint hat. So,
Sind Sie etwa auch gegen den Fortschritt und das Geld verdienen? Nein, durchaus nicht, Sir. Aber ich glaube auch, dass das Heil und das Glück der Menschen nicht allein davon abhängt. Aber das gute Leben, mein Junge, ist alles nur dummes Geschwätz. Nehmen wir an, ich würde Ihnen eine Stellung anbieten, in der Sie doppelt so viel verdienen würden wie bei Mr. Fezziwig. Und Sie hätten außerdem die Chance, weiterzukommen. Sie könnten Buchhalter werden. Was würden Sie dazu sagen? Ich würde nach wie vor sagen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Och, wie kann man nur so verbohrt sein? Sie können mich ja mal im Büro besuchen, wenn Sie Lust haben. Sie gefallen mir. Sie haben Köpfchen. Und solche Leute kann ich bei mir im Geschäft jederzeit gebrauchen. Nein, Geist, bitte nicht. Doch, sieh hin. Fanny, ich bin es, dein Bruder. Hörst du mich? Ebenezer, danke, dass du gekommen bist. Versprich mir, dass du... Was soll ich dir versprechen? Ich verspreche dir alles, alles. Aber weißt du, eigentlich ist es doch gar nicht mehr nötig. Du bist doch jetzt auf dem Wege der Besserung. Nein. Aber ja, du wirst gesund. Gütiger Gott, du musst gesund werden. Fanny, ich brauche dich. Du darfst mich nicht verlassen. Fanny, du darfst es nicht. Glaub mir, du wirst bald wieder gesund, bestimmt. Du wirst wieder gesund, Fanny. Versprich es mir. Lass sie nicht allein, mein Sohn. Hast du sie verstanden? Vergib mir, Fanny. Vergib mir. Vergib mir, Fanny. Vergib mir, Fanny. So, da wären wir, junger Mann. Das ist Ihr Arbeitsplatz. Es wird bei Ihnen liegen, wie weit Sie die Chance nutzen, sich von hier aus emporzuarbeiten. Wer über die Kasse verfügt, der verfügt über die Welt. Was hat übrigens der alte Fezziwig gesagt, als Sie gekündigt haben? Er hat mir Glück gewünscht. Das ist ja fein, dass Sie sich in Freundschaft getrennt haben. Sehr gut. So, nun will ich Sie erstmal mit Ihrem Kollegen bekannt machen. Mr. Marley, kommen Sie mal bitte. Mr. Ebenezer Scrooge, der neue Buchhalter. Mr. Jacob Marley, ein Hexenmeister der Rechenkunst. Sehr erfreut, Mr. Marley. Ebenfalls, Mr. Scrooge. Ich hoffe, meine Herren, dass Sie beide gut miteinander auskommen werden. Das werden wir bestimmt, Mr. Jorking. Schön. Ja, dann auf gute Zusammenarbeit. Bitte. Danke. Ist ein komisches Gefühl, wenn man in einer neuen Firma anfängt, was? Irgendwie schon. Aber wer weiterkommen will, muss sich eben der veränderten Welt anpassen. Auch wenn so etwas nicht immer ganz schmerzlos abgeht, nicht wahr? Ich finde, dass die Welt nicht besser, sondern kalt und grausam wird, Mr. Marley. Darum muss man auch hart werden, wenn man bestehen will. Man muss sich in jeder Situation zu behaupten wissen. Sie sprechen mir aus der Seele, Mr. Scrooge. Freut mich zu hören, Mr. Marley.
Entschuldigen Sie bitte, Mr. Scrooge, ich... Ja? Darf ich mir die Freiheit erlauben und fragen, ob Sie mich behalten werden? Wie viel hast du verdient? 5 Schilling in der Woche. Du kannst bleiben, aber ich zahle nur 4. Danke, Sir. Sieh mal, ist das nicht Fezziwig? Sie ewig zu lieben, Ebenezer. Das Leben hat sie hart angefasst. Sie ist die gleiche geblieben. Du aber nicht. Du liebst mich also nicht mehr. Doch, aber du liebst mich nicht mehr. Habe ich das jemals gesagt? Mit Worten nicht, das stimmt. Womit denn sonst? Ich merke doch, wie du dich geändert hast. Wieso habe ich mich dir gegenüber geändert? Indem du dich der Welt gegenüber geändert hast. Na und, ist es etwa ein Verbrechen, wenn ein Mann den Ehrgeiz hat, etwas höher hinaus zu wollen? Ein neues Idol hat mich aus deinem Herzen verdrängt. Ein goldenes Idol. Das ist das Paradoxe. Die Welt ist niemandem so feind wie der Armut und verdammt dennoch kaum etwas so streng wie das Streben nach Reichtum. Du fürchtest die Welt viel zu sehr. Ja, nicht ohne Grund. Dir gegenüber habe ich mich aber nicht geändert. Wirklich nicht? Als wir uns damals verlobt haben, haben wir beide keinen Penny besessen. Wir waren arm und zufrieden. Wenn du dir heute eine Frau aussuchen würdest, glaubst du, dass dann die Wahl auch wieder auf mich fallen würde? Selbstverständlich ja. Nein. Wenn du heute frei wärst, käme für dich nur noch ein reiches Mädchen aus passenden Gesellschaftskreisen in Frage. Du beurteilst doch alles nur nach dem Profit. Ich weiß, du würdest es dein Leben lang bereuen, wenn du mich heiratest. Und darum, Ebenezer, gebe ich dich frei. Ich tue es, weil ich dich liebe. Ich bin gezwungen, mich deiner Entscheidung zu fügen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du glücklich werden möchtest. Danke. Das werde ich bestimmt. Leb wohl. Sagte dir ja, es sind alles nur Schatten von Wesen, die einst waren. Dass sie so sind, wie sie sind, ist nicht meine Schuld. Führe mich weg. Wie du willst, aber wir sind noch nicht am Ende, Ebenezer Scrooge. Wir schlagen nur eine andere Seite auf. Und je größer dein Geschäft wurde, umso mehr nahm das goldene Idol von deinem Herzen Besitz. Wie Alice gesagt hatte. Dürfen wir mal die Zahlen hören, Mr. Snedrick? Seien Sie so freundlich. Gerne, Mr. Groper. Nach 17-jährigem Bestehen weisen die Bücher der Mercantile Society Verbindlichkeiten in der beachtlichen Höhe von 3.200 Pfund, 8 Schilling und 10 Pence auf. Dagegen steht ein Aktivposten von 11 Pfund, 8 Schilling und 10 Pence. Die 10 Pence heben sich wenigstens auf. Und wie hoch ist das sonstige Betriebskapital? 0,0, Mr. Rosebud. Was? Sie haben sich an dem Kapital der Firma vergriffen? Dann sind Sie nicht nur ein Bankrotteur, sondern auch ein Betrüger. Ja, ich bin überhaupt ein schrecklicher Mensch. Ich prügle zum Beispiel meine Frau und meine Kinder jeden Abend. Ich bewundere Ihre Gelassenheit. Oh, ich nehme ein Beispiel an Mr. Scrooge und Mr. Marley. Die haben auch kein Betrugsverfahren zu erwarten. Aber sowas hätte doch jedem von Ihnen passieren können. Wir sind doch mehr oder weniger alle Halsabschneider, nicht wahr, Mr. Snedrick? Sir, ich muss Sie bitten, nicht von sich auf andere zu schließen. Was haben Sie davon, wenn Sie mich verklagen? Etwas über 11 Pfund und eine Menge Aufregung. Denn der Triumph, mich ins Gefängnis zu bringen, wäre ein armseliger Preis für die Panik, die unter den Aktionären ausbrechen würde. Panik? Ja, Panik. Meine Herren, wenn dieser saftige kleine Skandal an der Börse durchsickert, dann wird die Jahresversammlung der Aktionäre einem Katzenkonzert gleichen. Katzen, die jaulen, weil man sie auf den Schwanz getreten hat. Die Folge? Bankrotte am laufenden Band. Das alles wird nicht mitprotokolliert. Ich streiche. Ich glaube, Mr. Jorking hat recht. Es wäre katastrophal, wenn seine kriminellen Manipulationen an der Börse bekannt würden.
Stimmen Sie auch sonst mit Mr. Jogging überein, Mr. Scrooge? Ich bin für saubere Methoden. Meine Herren, Mr. Marley und ich haben die Bitte, Ihnen einen Vorschlag zu der Frage unterbreiten zu dürfen, auf welche Weise die aufgetretenen Schwierigkeiten zu überwinden wären. Da bin ich aber gespannt. Bei den beiden Brüdern müssen Sie aufpassen. Die ziehen Ihnen so geschickt das Fell über die Ohren, dass Sie es überhaupt nicht merken. Können wir Ihren Vorschlag hören? Soll ich für uns sprechen? Bitte. Mr. Marley und ich, meine Herren, sind bereit, den Schaden wieder auszubügeln. Wir haften mit unserem Privatvermögen für die Begleichung aller von Mr. Jorging gemachten Schulden. Ah, begnadigt. Ich bin begnadigt. Das arme Sünderglöckchen wird nicht läuten, Mr. Snellbrick. Als Gegenleistung möchten wir Sie bitten, uns ein weiteres Paket Ihrer Aktien zu überlassen. Und zwar 51% der Gesamtaktien, meine Herren, präzise ausgedrückt. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Wenn Sie dieses großzügige Angebot annehmen, um die Firma zu retten, dann wird die Firma praktisch den beiden gehören. Niemals, niemals! Kommt nicht in Frage, Mrs. Scrooge! Niemals! Das ist niemals. Kommt überhaupt nicht in Frage! Es steht gar nicht zur Debatte, Mrs. Scrooge! Verzeihen Sie bitte. Könnten Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Wissen Sie, ich komme nämlich von Mr. Marley und ich habe eine Bestellung an Mr. Scrooge auszurichten. Vielleicht sollte ich es ihm lieber sagen. Wenn Sie das übernehmen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Es ist nämlich so, es geht mit Mr. Marley zu Ende. Ich glaube nicht, dass er die Nacht überleben wird. Und wenn Mr. Scrooge ihn noch mal sehen und sich von ihm verabschieden will, dann möchte er sich bitte beeilen. Vielleicht hat Mr. Marley ihm noch etwas Wichtiges zu sagen. Ich habe mir darum gesagt, lauf lieber hin und sag Bescheid. Wissen Sie, er atmet schon so schwer, wenn er nicht inzwischen überhaupt damit aufgehört hat. Verzeihung, Mr. Scrooge. Was ist? Was wollen Sie? Es handelt sich um Mr. Marley. Er liegt im Sterben, Sir. Wenn er stirbt, stirbt er eben. Das kann ich auch nicht verhindern. Aber wenn Sie nicht gleich gehen, ist es vielleicht zu spät. Es ist erst 4:45. Ich werde mit Ihrer gütigen Erlaubnis hingehen, wenn die Geschäftszeit vorüber ist. Das heißt um 7. Ja, Sir. Er kommt so gegen 7. Es fragt sich, ob Mr. Marley so lange warten wird, bis Mr. Scrooge kommt. Haben Sie vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, wenn ich auch nicht recht weiß, ob das hier angebracht ist. Danke gleichfalls. Vielleicht geht es ja Mr. Marley schon wieder besser. Das halte ich für unwahrscheinlich. Natürlich, aber man hofft ja immer, Sir. Können Sie sich vorstellen, dass er nicht mehr auf seinem Platz sitzen wird? Warum nicht? Wir müssen ja schließlich alle mal sterben. Ist nichts zu machen, das ist der Lauf der Welt. Sie wollen morgen natürlich den ganzen Tag wieder frei haben, was? Aber nur, wenn es Ihnen recht ist, Sir. Das beten Sie mir jede Weihnachten vor. Sie wissen, dass es mir nicht recht ist und genieren sich doch nicht, immer wieder darum zu bitten. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Ist das der Doktor? Nein, Sir, der Leichenbestatter. Die Beutegeier sind schon da, das Wild tot ist. Die Konkurrenz ist in unserem Beruf ganz besonders groß, Sir. Ist er schon tot? Ich weiß nicht, ich werde mal nachsehen. Sie können hier bleiben. Ich gehe selber hinein.
Jacob, ist alles in Ordnung? Bist du gut vorbereitet? Hat man dir auch das Abendmahl gegeben? Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Ja? Was? Was Wichtiges? Zeit. Noch ist Zeit für... Zeit, wieso? Zeit für was? Wir Unrecht getan. Hä? Unrecht. Unrecht. Andere machen auch Fehler. Niemand ist unfehlbar. Dafür sind wir nur Menschen. Wir beide sind vielleicht nicht viel besser, aber auch nicht viel schlechter als andere. Unsinn, dass du dir Vorwürfe machst, Jacob. Unrecht getan. Was? Du musst dich retten. Wieso? Was meinst du damit? Ich muss mich retten? Wovor denn? Was meinst du? Ist es zu Ende? Ja. Na, so war es genau, wie Sie gesagt haben. Unser Eins hat dafür einen Blick. Noch ein Schatten, Ebenezer. Nein. Nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ertragen. 18 Jahre hast du mit Marley zusammengearbeitet. Er war der einzige Freund, den du jemals gehabt hast. Aber was hast du empfunden, als du den Totenschein unterschrieben und sein Geld und seine wenigen Habseligkeiten genommen hast? War in deinem Herzen auch nur eine Spur von Trauer um ihn? Wenn du dich im Spiegel betrachtest, wirst du das kalte Gesicht eines habsüchtigen, gierigen, alten Sünders erblicken. Nein, 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 nein. Sofort. Ich komme. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Komm schon, tritt ein, damit du mich kennenlernst, Ebenezer. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Los, sieh mich an. Du hast meinesgleichen wohl noch nie gesehen, nicht wahr? Niemals. Und ich wünschte, das Vergnügen könnte auf unbestimmte Zeit verschoben werden. So? Hat sich dein kaltes Herz uns immer noch nicht aufgeschlossen? Ich bin zu alt, bei mir gibt es keine Hoffnung mehr. Geh und erlöse einen Jüngeren, bei dem noch nicht alles verloren ist. Und lass mich Weihnachten auf meine Art feiern. Sterblicher, wir leben nicht nur einen Tag im Jahr, wir Geister der Weihnacht. Wir leben alle 365 Tage. Genau wie das Kind von Bethlehem. Es lebt nicht nur einen Tag in den Herzen der Menschen, sondern jeden Tag. Du hast versäumt, es in deinem Herzen zu suchen.
Darum sollst du mit mir kommen, um es in den Herzen der Menschen zu suchen, die guten Willens sind. Komm, ergreife meinen Mantel. What place is this? A place where miners live, who labor in the bowels of the earth. But they know me. Come. Cratchit. Sie kommen, Mutter. Vater trägt Tim auf der Schulter. Weißt du, Martha, du versteckst dich. Und wir erzählen ihm, du bist aufgehalten und wir wissen nicht, wann du kommen wirst. Ja? Los, mach schnell. Wo soll ich mich denn verstecken? Ja. Komm, hinter der Küchentür. So. Na, du? Frohe Weihnachten, Liebes. Sag mal, wo ist denn unsere Martha? Oh, sie ist noch nicht gekommen. Das ist aber komisch. Es ist doch Weihnachten, warum kommt sie nicht? Angeführt hier bin ich, Vater. Oh, Martha. Ich konnte es nicht mehr anhören, dass sie dich so quälen. Das ist lieb. Es wäre auch für mich kein Weihnachten gewesen, wenn du gefehlt hättest. Du sag mal, ist die Gans noch im Ofen und brät? Kannst sie ja mal ansehen. Wollt ihr sie auch brutzeln sehen, ihr beiden? Kommt. Kommst du auch mit, Martha? Du fällst um, wenn du siehst, wie groß sie ist. Ja, ich komm gleich, Peter. Gut. Und du setzt dich so lange ans Feuer, Robert. Du musst dich aufwärmen. Du bist doch sicher durchgefroren. Wir haben so viel zu tun gehabt, Vater, dass ich beinahe wirklich nicht rechtzeitig weggekommen wäre. Ich habe es gerade noch geschafft. Und um nicht zu spät zu kommen, bin ich im Trab hergelaufen. War der Junge auch nicht so lebhaft in der Kirche? Er war lieb und artig wie immer. Es ist erstaunlich, was für Gedanken sich das Kind macht. Weißt du, was er in der Kirche gesagt hat? Er sagte zu mir, wenn ihn die Menschen anstarren, weil er ein Krüppel ist, würde ihm das nichts ausmachen. Er meinte, sie würden auch für ihn beten, denn Weihnachten würde doch gefeiert, weil Christus geboren ist, der die Menschen geliebt und den Lahmen und Blinden geholfen hätte. Er ist empfindsam und hat trotzdem einen starken Willen, wenn er doch nur gesund würde. Sag mir bitte, wird er leben bleiben, der Junge? Ich sehe einen leeren Stuhl in der Ecke stehen und eine liebevoll aufbewahrte, herrenlose Krücke. Wenn die Schatten, die dieses Haus umschweben, nicht weichen, wird keiner meiner Brüder ihn mehr antreffen. Nein, nein. Nein, Geist. Ich bitte dich, sag, dass er verschont wird. Warum denn? Wenn er schon sterben soll, so mag er es bald tun und der Überbevölkerung abhelfen. Well, my little cock sparrow, here's your own stool by the fire, all ready for you. There's such a goose, Martha. I'm sure of it. And the pudding. Oh, the pudding. I shan't be easy till it's eaten. I confess I have my doubts about the quantity of flour. It'll be a perfect pudding, my love. A perfect pudding. Won't it, Martha, my dear? Hey, Tim? It'll be the finest pudding in the whole of London this Christmas. And the goose will be the finest goose. And ours will be the finest Christmas. Here's the punch, all steaming hot. Take your turn, one and all, if you please. There's enough for one toast now and another after that. There, bravo. There's bounty for you. I declare, I'd like to know how many families of our acquaintance could boast two rounds of the best gin punch. No. Habt ihr alle was zu trinken? Ja. Gut. Aber bevor wir anstoßen, Herrschaften, habe ich euch eine aufregende Neuigkeit zu verkünden. Es geht um unseren lieben Peter Cratchit. Warum denn so feierlich?
Was ist los mit Peter? Das musst du uns sofort dazu machen. Ja, was ist das? Ruhe. Unser lieber Peter, der Juniorchef des Hauses, hat die Kinderschuhe ausgezogen. Ihr seht in ihm einen Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle. In einem von mir geliehenen Kragen. Ich habe auf diesen großen Augenblick gewartet, um euch mitzuteilen, dass ich so gut wie sicher eine Stellung für ihn habe, in der er wöchentlich volle 5 Schilling und 6 Pence verdienen wird. Oh, dann wirst du ja ein unabhängiger, gut situierter Mann sein, Peter. Das ist aber vielleicht eine Überraschung. Und jetzt wollen wir anstoßen, meine Lieben, auf eine frohe Weihnachten und Gottes Segen. Gottes Segen. Frohe Weihnachten. Gottes Segen für alle Menschen. Wir wollen auch an Mr. Scrooge denken. Ja, lasst uns auch auf sein. Das ist nicht angebracht. Ich wünschte, er wäre jetzt hier, dann würde ich ihm aber einmal gehörig die Meinung sagen. Mein Liebes, denke daran, dass Weihnachten ist. Das ist auch die einzige Entschuldigung, sonst würde ich bestimmt nicht trinken. Er ist grausam und gefühllos, dein Mr. Scrooge. Das weißt du am besten, Robert. Du hast ja am meisten unter ihm zu leiden. Vergiss es. Es ist Weihnachten. Weihnachten und dir zuliebe will ich es tun, nicht seinetwegen. Also dann fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr für Mr. Scrooge, wenn er überhaupt imstande ist, fröhlich zu sein. Ja, weißt du, er sagte, Weihnachten wäre Humbug und das Schlimme ist, dass er es auch wirklich glaubt. Der ändert sich jetzt nicht mehr. Freunde, wir trinken auf fröhliche Weihnachten für den armen alten Mann. Er wollte es zwar von mir nicht hören, aber trotzdem soll er es haben. Auf Onkel Scrooge. Scrooge? Aufs ich trinke nur, weil ich Durst habe. Auf deinen Onkel trinken oder nicht, was hat er schon davon? Abscheulicher Kerl, ich hasse ihn. Nun ist es genug. Bedauere ihn lieber. Ich bin ihm nicht böse, ich habe nur Mitleid mit ihm. Wer leidet denn am meisten unter seinen Launen? Doch nur er selber. Aus purer Angst, ich könnte vielleicht Geld von ihm haben wollen, hat er meine Einladung abgelehnt. Und was ist die Folge? Ihm wird morgen Abend das miserable Essen nicht auf dem Magen liegen. Nein, das ist ungerecht. Es war ein wundervolles Essen. Doch, es ist ein wundervolles Essen gewesen. Freut mich zu hören. Im Allgemeinen ist es ja mit den Kochkünsten jungverheirateter Hausfrauen nicht allzu weit her. Was meinen Sie, Tapper? Als Junggeselle bin ich ja ein armer Ausgestoßener. Ich wage darum, keine Meinung zu einer so delikaten Frage zu äußern. Habe ich recht, meine liebe angebetete Miss Flora? Oh ja, aber sowas kann natürlich nur ein verheirateter Mann beurteilen, Mr. Tapper. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden, nicht wahr? Hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Na, hat Ihnen das Schlafen gut getan? Fühlen Sie sich besser? Ich fühle mich schon besser, weil Sie so lieb und gut zu mir sind. Womit habe ich das verdient? Was Sie für mich getan haben, das war so viel, Miss Alice, dass ich kaum Worte dafür finde. Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen für alles danken. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist das schönste Weihnachtsfest, das ich je erlebt habe. Alice. Alice. Sag mir, Geist, leben diese Menschen oder sind es noch Schatten? Sie leben. Wir sind Schatten. Wir beide? Du hast das Band zwischen dir und deinen Mitmenschen zerschnitten, als du die Liebe dieses Mädchens verraten hast. Wohin hast du mich jetzt gebracht? Meine Zeit mit dir ist um, Ebenezer. Ich habe dir Menschen guten Willens gezeigt. Wirst du eine Lehre daraus ziehen? Wie soll ich das wissen? Ich kann es nicht versprechen. Wenn die Aufgabe dir zu schwer erscheint, dann sieh auch dieses noch. Geist, sind das deine Kinder? Der Menschheit Kinder sind es. Sie suchen Schutz vor denen, die sie nicht sehen wollen. Der Knabe ist die Unwissenheit, das Mädchen ist die Not. Gibt es für Sie keine Zuflucht, keine Hilfe? Gibt es keine Gefängnisse? Gibt es keine Arbeitshäuser? Gibt es keine Gefängnisse? Gibt es keine Arbeitshäuser? Gibt
Gibt es keine Gefängnisse? Gibt es keine Arbeitsweise? Gibt es keine Gefängnisse? Gibt es keine Arbeitsweise? Gibt es keine Gefängnisse? Gibt es keine Arbeitsweise? Stehe ich jetzt vielleicht schon vor dem Geist der zukünftigen Weihnachten? Bist du hier, um mir Schatten von Dingen zu zeigen, die noch nicht geschehen sind, aber noch geschehen werden? Dich fürchte ich mehr als alle Erscheinungen vor dir, die ich gesehen habe. Aber wenn ich mich auch noch so fürchte, ich sage dir, ich bin zu alt. Ich kann mich nicht mehr ändern. Ich denke nicht, dass ich verstockt bin, aber ich... Wäre es nicht besser, wenn ich wieder nach Hause und in mein Bett ginge? Nein? Dann führe mich. Der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist dir Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken mögest vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 fallen zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen und du wirst mit deinen Augen schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Er begehret mein, so will ich ihm aushelfen. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören, denn ich bin bei ihm in der Not. Soll ich aufhören, Mutter? Nein, nein. Meine Augen sind nur ein bisschen überanstrengt. Es kommt vom Kerzenlicht. Zum Strümpfe stopfen ist es eigentlich zu dunkel. Ich werde doch nicht weinen, wo ich weiß, dass euer Vater gleich nach Hause kommt. Er müsste doch überhaupt schon hier sein, Peter. Er kommt schon. Aber ich glaube, er ist an diesen letzten Abenden ein wenig langsamer gegangen. Ja, wenn ich denke, wie schnell er früher immer laufen konnte, auch wenn er Tim auf der Schulter hatte. Und wie bin ich erst mit Tim gerannt? Und ich auch. Ich auch. Aber er war ja auch so leicht zu tragen. Und sein Vater liebte ihn so sehr, dass es ihm keine Last war. So sehr liebte er ihn. Sei nicht böse, dass ich so spät komme. Du wartest sicher schon. Ja, aber nun setz dich erst mal hin. Du bist bestimmt müde. Nein, nein, ich bin heute gar nicht müde. Und vor allem beruhigt. Ich habe mir nämlich den Platz angesehen, wo er liegen wird. Er wird hier gefallen. Er wird von den grünen Zweigen einer großen Buche beschützt. Ich war so traurig, aber als ich dort so stand, da fühlte ich, dass er bei mir war und sanft meine Hand streichelte, als ob er mich trösten wollte. Und mit einem Mal fühlte ich mich vollkommen ruhig. Er hat mir auf seine Art sagen wollen, dass er sich glücklich fühlt. Glaub mir. Und darum müssen wir auch versuchen, unsere Trauer zu beherrschen. Und genauso glücklich zu sein wie er. Das sind wir ihm schuldig. Oh, Tim, mein kleiner Tim. Robert, mein armer Robert. Laundry go first. No, no, dear, you was here first. After you, I'm sure. I
look, old Joey's a chance. If a char lady and the laundress and the undertaker haven't all met here at the same time without meaning it. Well, you couldn't have met in a better place. Let's go into the parlour. You were made free a bit long ago, eh? And the other two aren't strangers. Wait a minute, just like shut the door of the shop, eh? Just shut the door of the shop. Oh, it creaks. There's not a rusted piece of metal in the place like its own hinges. And I'm sure there are no old bones here like mine. We're all suitable to our calling. We're all well met. Come into the parlour. Okay. Come into the parlour. Ach, du kommst auch. Was hast du denn gedacht? Glaubst du, ich kann kein Geld gebrauchen? Man soll mitnehmen, was man kriegen kann. Das ist auch mal sein Wahlspruch gewesen. Ja. Das kann man wohl behaupten. Keiner war so raffgierig wie der. Ja. Na also, dann setz dich doch hin. Tu nicht so, als ob du was auf dem Kerbholz hast. Nur keine Hemmungen. Die sind dir nicht am Platze. Joe ist froh, wenn er ein Geschäft machen kann. So klug bin ich auch noch. Wir alle wollen verdienen. Weißt du, ich habe mir gesagt, wem schade ich schon damit, wenn ich die Sachen losschlage? Der Tode braucht sie ja nicht mehr. Da hast du recht. Er kann nicht erwarten, dass wir in Trauer zerfließen. Dazu ist er viel zu eklig zu uns gewesen. Wäre er netter gewesen, dann hätte ihm auch jemand in seiner Todesstunde beigestanden. Ja. Und er hätte seinen letzten Seufzer nicht so Mutterseelen allein machen Allerdings, müssen. Allerdings, da hast du ein wahres Wort gesprochen. Das war die gerechte Strafe. Wenn ich sein Richter gewesen wäre, dann hätte ich ihm eine schwerere Strafe aufgebrummt. Das kann ich dir flüstern. Wir beide wollen nur etwas von dem Geld kassieren, was uns im Leben zu wenig gegeben hat. Das darf man ja wohl. Los, pack aus, Joe. Nein, nein, erst komm ich. Wir können uns ja alle aufeinander verlassen, nicht wahr? Hm? Das versteht sich von selber. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Uhr, Uhrtasche dabei, Petschaft, Bleistiftkasten, drei Knöpfe, Brosche. Naja, 8 Schillinge. Das ist eigentlich zu viel, aber ausnahmsweise. Mehr quetschen Sie nicht aus mir heraus, mein Lieber. Wer kommt jetzt? Ich lasse der Dame gerne den Vortritt. Ich würde dir raten, wenn ich dran bin, besonders gut aufzupassen. Wenn du siehst, was ich mir besorgt habe, fällst du um. 2 Betttücher, ja. 2 Handtücher, ja. 1 Hemd, ja. 2 silberne Löffel, oh. Zuckerzange, 2 Paar Stiefel. Das ist alles. 17 Schillinge und 6 Pence. Den Damen gebe ich immer viel zu viel. Das ist mein größter Fehler. Ich bin eben zu weich. Es ist immer dasselbe. Ja, ich gebe dir nicht mehr. Auch wenn du platzt, hörst du? Wenn es dir zu wenig ist, ziehe ich mein großzügiges Angebot einfach zurück. Dann bekommst du nur noch 15. Joe, ich habe doch... Herrschaften, jetzt kommt mein Bündel an die Reihe. Mach nicht so viel Wind. Warte nur, ja. Du wirst staunen. Ja. Bettvorhänge, siehst du? Bettvorhänge? Allerdings, Bettvorhänge. Sag mal, das alles hast du verschwinden lassen? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Während er so da lag? Selbstverständlich, warum denn nicht? Mein liebes Mädchen, du hast vielleicht Nerven. Wenn du so weitermachst, bringst du es noch zur Millionärin. Ich habe mich noch nie an andere Leute Sachen vergriffen und mein Geld immer mit ehrlicher Arbeit verdient. Und diesmal habe ich es auch nur getan, weil er so ein Schuft war. Ist das seine Wolldecke gewesen? Natürlich, wissen denn sonst? Der Alte kann sich jetzt ja keine Grippe mehr holen. Der friert ja nicht mehr. Um Gottes Willen, ist er an Grippe gestorben? Ach, der hat nur einen Schlaganfall gehabt. Wenn es ansteckend gewesen wäre, hätte ich den Kram nicht angefasst. Denkst du, ich bin lebensmüde? Das Hemd kannst du gerne von hinten bis vorne durchsehen. Du findest kein Loch, mein Lieber. War das Beste, was er hatte. Ist bestimmt mal teuer gewesen. Wenn ich es nicht beiseite geschafft hätte, wäre es doch weg gewesen. Wieso wäre es dann weg gewesen? Weil er sonst darin beerdigt worden wäre. Oh. Aber ich habe es gleich verschwinden lassen. Das wäre doch viel zu schade fürs Grab gewesen. Er fühlt sich in dem Cartoon-Hemd genauso wohl. Und noch hässlicher als in dem kann er nicht mehr aussehen. Wirklich ausgleichende Gerechtigkeit. Als er noch lebt, hat er keinem Menschen etwas geben wollen, weil er zu geizig war. Dafür gehen wir jetzt mit seinen Sachen über den Berg. Nein, ich weiß auch nichts Näheres. Ich weiß nur, dass er tot ist. So, und wann ist er gestorben? Ich glaube, gestern Abend. Was hat ihm denn gefehlt? Ich dachte immer, der würde nie sterben. Den Eindruck habe ich auch gehabt. Und wem hat er sein Geld vermacht? Der Firma nehme ich an. Wem sonst? Mir jedenfalls nicht. Das steht fest. Wir werden ihn sicher so billig wie möglich beerdigen. Ich glaube nicht, dass überhaupt jemand zur Trauerfeier gehen wird. Ich auf keinen Fall. Ich müsste mir auch den Imbiss versagen. Sonst werde ich zu fett. Kommen Sie, gehen wir, mein Lieber. Ich kenne die beiden. Sie sind einflussreiche Kaufleute und sehr wohlhabend.
Über wessen Beerdigung haben die gesprochen? Wie merkwürdig. Doch bei der Uhr war doch sonst immer mein Platz. Diese Zeit müsste ich doch eigentlich da sein. Aber ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nearer to that stone, answer me one question. Are these the shadows of things that must be? Or are the only shadows of things that might be? I know that men's deeds foreshadow certain ends, but if the deeds be departed from, surely the ends will change. Tell me to sew with what you show me now. Sind das die Schatten dessen, was sein wird, oder dessen, was sein kann? Ist das das Ziel, zu dem mich mein Tun geführt hat? Ist es noch Zeit, mein Tun zu ändern? Nein, nein, Geist, nein! Sag, dass ich noch nicht tot bin. Sag, dass es nicht wahr ist. Sag, dass ich nicht tot bin. Hör mich an. Ich bin nicht mehr der, der ich war. Glaub mir, ich bin nicht mehr derselbe. Warum zeigst du mir das, wenn keine Hoffnung mehr für mich besteht? Ich bitte dich, hab Mitleid mit mir. Hilf mir. Hilfst du mir, die Inschrift auf dem Stein auszulöschen, wenn ich bereue? Geist, ich bereue. Ich bereue. Alles, was ich versäumt habe, will ich wieder gut machen. Ich will mich bessern. Ich bin nicht mehr der gleiche wie früher. Glaub mir, ich bin es nicht. Ich verspreche es, ich schwöre es, dass ich alles wieder gut mache. Dass ich alles wieder gut mache. Ich bin nicht mehr der, der ich war. Nein, ich bin nicht mehr der, der ich war. Ich bin nicht mehr der, der ich war. Sir. Tell me, what day is it? What day? Well, it's Christmas Day, of course, sir. Christmas Day. Then I haven't missed it. The spirits must have done everything in one night. Of course, they can do anything, can't they? Of course they can. Are you quite yourself, sir? What? I don't know. No, I don't think so. I hope not. What? The curtains are still here. They're still here. You didn't tear them down and sell them. Hmm? They're here now. Everything's here. I'm here. And the shadows of things that would be can still be dispelled. And they will be. I know they will be. I know. I don't know what to do. I'm as light as a feather. I'm as happy as an angel. I'm as merry as a schoolboy. I'm as giddy as a drunken man. I never. A Merry Christmas, Ebenezer. You old humbug. And a Happy New Year, as if you deserved it. Oh, Merry Christmas, Mrs. Dilber. Thank you, sir. Oh, thank you. And many, many of them. Likewise. Look, Mrs. Dilber, there's the corner where the spirit of Christmas present sat.
And there's the door where Jacob Marley's ghost came through. And there's the window where I saw the wandering spirit. It's right, it's true, it all happened. I don't know what day of the month it is. I don't know how long I've been amongst the spirits. I don't know anything. I never did know anything. But now I know that I don't know anything. I don't know anything. I never did know anything. But now I know that I don't know. All on the Christmas morning. I must stand on my head. I must stand on my head. I am not mad. Even if I look... Don't be violent, Mr. Scrooge, sir. You forced me to scream for the beadle. The beadle, madam? I think for the beadle. A guinea? Here, what for? I'll give you one guess. To keep me mouth shut? To keep me mouth shut. No, Miss Dilber. It's for a Christmas present. A Christmas present? For me? Of course, for you. A merry, merry Christmas. Dear Mrs. Dilber, oh, how much do I pay you? 2 shillings a week. What, 2 shillings? It's forthwith raised to 10. 10 shillings a week here? You sure you don't want to see a doctor? A doctor? Certainly not. Nor the undertaker. Now off you go and enjoy yourself. Like a good girl. Bob's your uncle! Merry Christmas, Mr. Scrooge! In keeping with the situation! Wundervoller Morgen. Du, kleiner Mann, Augenblick mal. Meinen Sie mich? Ja, mein Junge. Kennst du vielleicht den Geflügelhändler hier gleich um die Ecke? Ja, da kaufen wir auch. Drolliger Bursche, macht mir Spaß. Sag mal, da war doch ein Truthahn im Schaufenster, ein ganz großer. Ist der weg? Der so groß ist wie ich? Ja, süßer Bengel. Ja, den meine ich, der ebenso groß ist wie du. Ja, der hängt da noch. Fein, dann lauf hin und hol ihn. Sie machen ja nur Spaß. Nein, wart mal einen Moment. Es ist mein Ernst. Sag dem Mann, er soll mit dem Truthahn herkommen. Das Übrige regle ich dann schon mit ihm. Komm aber auch mit. Du kriegst dann 1 Schilling. Oh. Wenn du in weniger als 5 Minuten mit ihm hier bist, kriegst du 2. Aufgeweckter Junge. Den Truthahn schicke ich Bob Cratchit. Der wird sich wundern, von wem er ihn bekommen hat. Wo habe ich denn jetzt Papier? Brauche ja nur einen kleinen Zettel für die Adresse. Da haben wir es. Der Truthahn ist genauso groß wie der kleine Tim. Mr. Robert Cratchit, Porter Street 2, Camden Town. Ja, das bist du, Robert. Ich wüsste nicht, dass es hier noch mehr Cratchits gibt. Ich weiß, wer ihn uns geschickt hat. Ja, wer denn? Mr. Scrooge. Scrooge, du liebe Zeit, wie kommst du denn auf den komischen Einfall, Tim? Ich weiß auch nicht, warum. Ich denk das nur so. Wie kommst du darauf? Glaubst du, dass Mr. Scrooge sich so plötzlich geändert hat? Weil Weihnachten ist.
Onkel Ebenezer! Fred, wenn es nicht schon zu spät ist, möchte ich mit euch feiern. Was heißt zu spät? Ich freue mich, dass du gekommen bist. Sieh mal, Liebes, wer hier ist. Kannst du einem dickköpfigen, schrullenhaften alten Mann verzeihen, mein Kind, dass er so viele Jahre weder Augen zum Sehen noch Ohren zum Hören gehabt hat? Natürlich, Onkel. Wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist. Ich bin so froh. Dennis Polka. Na los, Onkel. Zeig mal, was du kannst. Bravo, großartig. Nehmt euch ein Beispiel dran. Los, alle mitmachen. Cratchit, zu spät. Sir, ich... Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, dass Sie jetzt erst kommen? Hm? Bitte entschuldigen Sie, Sir, dass ich mich etwas verspätet habe. Sie schlafen und ich arbeite. So machen Sie nur weiter, Mr. Cratchit. Es ist mir sehr peinlich, Sir. Es kommt nicht wieder vor. Aber wir waren so fröhlich und haben ein bisschen länger gefeiert. Ja, lassen Sie nur, ich weiß Bescheid. Wir wollen mal ein offenes Wort miteinander reden, mein Freund. Ich bin nicht gewillt, diese Zustände weiterhin zu dulden, verstanden? Wenn das so weitergeht, wäre ich leider gezwungen, die Konsequenz zu ziehen und Ihr Gehalt zu erhöhen. Ja, ja, ich weiß, Sie denken jetzt, ich wäre nicht ganz bei Verstand. Aber Sie können sich beruhigen, mein Bester. Ich bin es mehr denn je, ich möchte von heute an versuchen, Ihnen und Ihrer Familie ein wenig zu helfen. Wenn ich darf, meine ich. Mr. Scrooge. Fein. Wie wir das regeln wollen, das besprechen wir später. Am besten bei einem Glas Punsch. Aber jetzt werfen Sie erstmal ein paar Schaufeln Kohlen auf. Wir wollen doch hier nicht erfrieren. Und gehen Sie mal los und kaufen Sie eine neue Kohlenschütte. Ja. Und ich wünsche, dass Sie nicht erst morgen oder übermorgen, sondern gleich gehen, Bob Cratchit. Verstanden? Habe ich überhaupt nicht verdient, dass ich so glücklich bin. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, ich bin glücklich. Scrooge wurde ein so guter Freund, ein so guter Chef und ein so guter Mensch, wie man ihn in dieser guten alten Stadt oder jeder anderen alten Stadt auf dieser guten alten Erde nur finden konnte. Und für Klein Tim, der wieder gesund wurde, sorgte er wie ein zweiter Vater. Onkel Scrooge! Man erzählte sich von ihm, wenn jemand Weihnachten richtig feiern könne, dann sei er es. Möge dies mit Recht auch von uns gesagt werden, von uns allen. Und darum, wie der kleine Tim schon sagte, Gott segne uns alle miteinander, einen jeden von uns.